Donaukanal. Fukushima vor 10 Jahren. Ein Super-GAU, 12.479 Kilometer von Österreich entfernt. Der nächste könnte nicht mal 70 Kilometer entfernt sein. In einem besonders erdbebengefährdeten Gebiet erbaut und somit ein nukleares Risiko. Das fast 40 Jahre alte slowenisch-kroatische Atomkraftwerk Krško. Die Wiederholung einer Nuklearkatastrophe à la Fukushima schließen Experten bei diesem Risikomeiler nicht aus. Am 29. Dezember 2020 ist das eingetreten, wovor wir eigentlich schon lange waren, wieder ein schweres Erdbeben in der Region. Und die Region ist bekanntermaßen sehr von Erdbeben gefährdet. Es könnte jederzeit zu einem noch schwereren Erdbeben kommen. Diesmal ist es noch gut gegangen. Es war 85 Kilometer entfernt, eben dieses Beben der Stärke 6,4. Es kann aber jederzeit noch stärker am Standort sein. Die neuen Erkenntnisse sind, dass die Erdbeschleunigung, auf die das Kernkraftwerk ausgerichtet ist, nicht ausreichend ist für die Sicherheit dieses Kraftwerkes. Das sind 0,3 G. Es sind aber wesentlich höhere Erdbeschleunigungen durch historische Beben schon belegt. Und da würde es dann zu einer Beschädigung des Reaktorkerns kommen. Trotz alledem plant der Betreiber der Anlage eine Verlängerung der 40-jährigen genehmigten Laufzeit um weitere 20 Jahre. Und auch die slowenische Atomaufsicht bietet bei diesem Vorhaben der Atomlobby keinen Einhalt. Wissenschaftler und Umweltschützerinnen fordern daher eine neue, allgemein anerkannte Bewertung der Erdbebengefährdung des AKW. Dieses soll von unabhängigen Experten auf Basis verlässlicher Langzeitdaten erfolgen. Es ist uns wichtig, dass ein ordnungsgemäßes Verfahren zur Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wird, bei dem alle Nachbarländer und die Öffentlichkeit in Slowenien mit einbezogen werden und alle ein Mitspracherecht haben. Das ist wichtig, weil wir über die Verlängerung der Laufzeit eines Kernreaktors um 20 Jahre sprechen. Das Kernkraftwerk wurde für eine Lebensdauer von 40 Jahren gebaut, aber sie möchten, dass es weitere 20 betrieben wird, was ein großes Risiko mit sich bringt. Sollte das Erdbebenrisiko in AKW Krško höher als dessen Widerstandskraft sein und der Reaktor nicht auf ein entsprechendes Sicherheitsniveau nachgerüstet werden können, fordern Umweltschutzorganisationen die sofortige Stilllegung. 10 Jahre nach Fukushima haben wir klar erkannt, dass Atomkraftwerke in Erdbebengebieten zu betreiben keine gute Idee ist. Krško ist ein Riesenproblem und eine tickende Zeitbombe in einem Erdbebengebiet. Deswegen sagen wir, abschalten jetzt. Auch wenn ein Super-GAU wie Fukushima nahe Österreich fast unvorstellbar scheint. Vor über einem Jahr war dies auch eine Pandemie wie Corona. Daher soll ein dauerhaftes Sicherheitsrisiko wie Krško keine Zukunft haben. Diesmal zu Gast bei Nette Leid ist Josef Karner. Er ist Geschäftsführer und Glasperfektionist der Zalto Glasmanufaktur in Gmünd. Donaukanal Nette Leid. Geschichten, Geschichteln und Pointen. Immer um 15:30. Ein Hubschrauberflug am Tiroler Achensee erregte unlängst großes Aufsehen. Dabei war es ganz besonders die Fracht des Helikopters, die für Staunen sorgte. Ein Gipfelkreuz aus purem Granit sollte auf die Seekarlspitze transportiert werden. Also das Kreuz, das ist ungefähr 4,10 Meter lang. Und hat ein Gewicht von ca. 2700 Kilo. Der mit Doppelrotorsystem ausgestattete Hubschrauber holte das Kreuz in Mittelgebirgshöhe ab. Beim Transport galt es, einige Besonderheiten zu beachten. Dadurch, dass es immer Stein ist und dadurch er relativ schwer ist, ist es natürlich auch nicht möglich, das bei Hans raufzubringen. Und da haben wir auch einen super Partner mit dem Leo Schwarzmann, quasi als Logistikpartner, der uns beim Flug
des Kreuzes auf dem Gipfel unterstützt. Der Helikopter transportierte das Kreuz in wenigen Minuten hinauf zur 2261 Meter hohen Seekahlspitze. Höchste Anforderungen an das Können des Piloten stellte dabei die Zentimeterarbeit beim Einfädeln in das Fundament dar. Mit vereinten Kräften wurde das steinerne Kreuz von Mitgliedern der Bergrettung Maurach und den Flughelfern schließlich am Gipfel fixiert. Die Beteiligung meiner Familie am Kreuz ist ganz einfach, dass wir in diesem Trio des neuen Gipfelkreuzes die Flüge organisiert haben und die Flugkosten vollständig übernehmen. Und letztendlich ist die Bergrettung bei uns eine sehr wichtige Institution. Also das Besondere an diesem neuen steinernen Zeuge auf der Seekahlspitze ist die Zusammenarbeit aller Akteure in der Region. Das ist von freiwilligen Helfern über wirklich Handwerksbetriebe und dann auch in diesem Sinne vom Tourismusverband Aachensee, dass wir die Kommunikation für so ein tolles neues Highlight übernehmen haben dürfen. Weithin sichtbar und für die Ewigkeit gemacht, thront nunmehr das neue Gipfelkreuz auf der Seekahlspitze. Ein steinerner Zeuge hoch über dem Aachensee. Der Wörthersee hat einige neue Bewohner. Biologe Andreas Klewein hat einige große Teichmuscheln ins Natura 2000-Gebiet Lenzspitz-Meiernig eingesetzt. Die große Teichmuschel ist eine sehr, sehr große Muschel, eine Süßwassermuschel, bis zu 20 cm Länge kann sie von der Schale her betragen. Sie ist mittlerweile selten geworden am Wörthersee, weil einfach der See immer sauberer geworden ist durch die Ringkanalisation und dadurch sind gewisse Nährstoffe für sie ausgeblieben. Der Bestand ist stark gesunken und in den letzten 10 Jahren konnten wir nicht mehr als 10 lebende Exemplare noch finden. Die Teichmuschel hat im Natura 2000-Gebiet einige seltene Nachbarn. Ja, das Natura 2000-Gebiet ist da in der Klagenfurter Ostbucht. Das erschreckt sich da ja hinter mir. Und es betrifft den letzten Schilfgürtel, den unverbauten Schilfgürtel, den jetzt dieser Bereich vom Wörthersee noch hat und ist deswegen schon äußerst schützenswert. Er hat, bietet Lebensraum für bisher nachgewiesene 170 Vogelarten, darunter viele Schiffbewohner, seltene und gefährdete Fische, die es sonst kaum wo gibt. Und auch zum Beispiel die Würfelnatter, das ist ein Reptil, das ist eine Wasserschlange, die da in der Umgebung vorkommt. Und zuletzt noch die bauchige Windelschnecke ist besonders prominent, eine winzig kleine Schnecke, die auf der europaweiten Natura 2000-Liste als besonders schützenswert genannt ist. Für Bürgermeisterin Maria-Luise Matthiaschitz ist Natura 2000 und Stadtgebiet kein Widerspruch. Wir sind sehr, sehr stolz darauf, weil der Wörthersee natürlich immer im Nutzungskonflikt ist, Natur und gerade im Sommer das Baden. Aber ich glaube, dass man den Menschen einfach auch unberührte Natur zeigen können muss. Wir haben gerade mit den Verantwortlichen gesprochen. Ich glaube, es muss ein guter Mix sein. Auf der einen Seite das Erlebbare von unberührter Natur und auf der anderen Seite wirklich die unberührte Natur. Viele verschiedene Interessen mussten da auf einen Nenner gebracht werden, bestätigt Landesrätin Sarah Schaar. Was der Erfolgsfaktor war, ist, alle Beteiligten auf einen Tisch zu holen, gemeinsam auf Augenhöhe in einen Dialog zu treten und natürlich auch Nutzungskonflikte, die vorherrschen, miteinander zu diskutieren. Wir haben überall gemeinsame Wege gefunden, wie wir es tun können, damit diese Gebiete in weiterer Folge geschützt sind. REWE unterstützt das Natura 2000-Gebiet und die Wiederansiedlung der großen Teichmuschel durch die Stiftung Blühendes Österreich. Das Projekt hier ist einfach eine Erfolgsgeschichte, weil sowohl die Stadt Klagenfurt als auch das Land Kärnten gemeinsam mit uns ECO bei Schutz und Erhalt des Natura 2000-Gebiets hier am Wörthersee unterstützt. Weil Ökologie ein wahnsinnig wichtiges Anliegen ist. Das spiegelt sich in unserem Sortiment wieder. Nachhaltigkeit spiegelt sich bei unseren Mitarbeitern wieder. Für die Gesellschaft es ist es genauso wichtig. Aber natürlich der Naturschutz, der im Fokus steht. Und hier haben wir mit Blühenden Österreich eine Stiftung, einen Hebel, wo wir wertvolle und seltene Naturschutzflächen auch schützen können.
Ob die Ansiedlung der Teichmuschel letztendlich gelingt, wird man sehen. Es ist ein Versuch, die Teichmuschel im Wörthersee wieder anzusiedeln. Wir werden durch ein intensives Monitoring, wo wir beobachten, wie sie sich verhält und entwickelt, ob sie auch konstant hier bleibt an diesen ausgesetzten Bereichen, werden wir es kontrollieren im Laufe der Zeit und sehen, wie es dann weitergeht mit der großen Teichmuschel. Musik und Technik arbeiten schon lange Zeit Hand in Hand. Der Liesinger Multiinstrumentalist Herbert Könighofer geht jetzt noch einen Schritt weiter. Allein Kraft seiner Gedanken will er künftig Musik schaffen. Und das technische Know-how, das kommt von House Research. Diese Technologie, die ist deshalb interessant, weil sie diese feinen Gehirnströme via Sensoren abnimmt. Und man dann diese Gehirnströme als Signale übersetzt an einen Computer schicken kann und dann mit Hilfe von Software diese Signale in allerlei Richtung zum Einsatz bringen kann. Das Projekt steht aktuell noch ganz am Beginn. Sowohl technisch als auch künstlerisch wird absolutes Neuland betreten. In knappen, kurzen Worten drückt man mir einen Gitarrenkorpus mit Hals in die Hand, der keine Wirbel hat und auch keine Saiten hat und eventuell noch gar kein Schallloch hat und sagt, ja Herr Herbie, das ist eine Gitarre, spiel Bach. Und an dem Punkt befinde ich mich jetzt ungefähr und umso spannender ist das Projekt für mich, weil ich kann eventuell Erfahrungen aus meinem künstlerischen, oder ich kann Erfahrungen als Künstler einbringen, aber nicht wie ich dieses Instrument, das da vielleicht rauskommt, also es geht um Sound, um Klänge, die ich mit meinen Gehirnströmen ansteuere und, sagen wir mal, beeinflusse, das ist das Ziel und ich muss überhaupt einmal schauen, ob ich das kann und ob das funktioniert. Ja, und so würde ich das jetzt technisch, musikalisch ganz kurz beschreiben. Das Brain-Computer-Interface, über das künftig Musik erzeugt werden soll, ist ein hochkomplexes Gerät und wird im Normalfall in der Medizin eingesetzt. Das ist ein 14-Kanal-EEG, also 14 Sensoren werden mit Hilfe von, man kann sich das so ähnlich vorstellen wie einem Haarreif, über den Kopf gestreift und am Körper angelegt. Es braucht eine Zeit lang eine Prozedur, wo das kalibriert wird und man schauen muss, dass die Sensoren gut sitzen und das Ganze funktionsfähig wird. Und das macht man mit Hilfe von einer Software festzustellen, ob die Kalibrierung funktioniert. Ja, und dann kann es schon losgehen mit der Datenübertragung. Und mit Hilfe dieser Datenübertragung direkt aus dem Gehirn des Musikers sollen künftig Konzertbesucher ins Staunen versetzt werden. Science Fiction wird zu Science-Fakten. Paris, Hauptstadt im Herzen Europas. Lebensraum für eine Bevölkerung von über 2 Millionen. Anziehungspunkt für Menschen aus aller Welt. Jacques Le Winner liebt diese Stadt. Auch weil er hier täglich ein Prinzip beobachtet, das sein ganzes Arbeitsleben bestimmt hat. Treffen unterschiedliche Kulturen aufeinander, vermischen sie sich und etwas Neues entsteht. Ein Prinzip, das auch an der renommierten ESPCI Paris gilt, an der Le Winner mit 30 Jahren Professor wird. Allerdings sind hiermit Kulturen wissenschaftliche Disziplinen gemeint. Vor etwa einem Jahrhundert merkte man, dass Physik und Chemie nur zwei verschiedene Perspektiven auf die gleichen Dinge waren. Deshalb sind diese Wissenschaften zusammengewachsen.
Seit 30 Jahren kommen die Biologie und Lebenswissenschaften hinzu. Alles wird verschmelzen. Und aus dem Mix dieser Kulturen wird sich eine Explosion von Innovationen ergeben. An der ESPCI Paris fängt alles an. In den Laboren von damals kommt Le Winner mit allen Disziplinen in Berührung. Physik, Chemie, Mechanik, Elektronik. Das inspiriert ihn. Er kombiniert das Wissen aus den verschiedenen Disziplinen und schafft dadurch Neues. Le Winner wird Erfinder. Und er beginnt sehr früh, seine Ideen auch patentieren zu lassen. Obwohl seine Frau davon anfangs gar nicht begeistert war. Denn Patente kosten Geld. Jedes Mal, wenn ich nach Hause kam und zu meiner Frau gesagt habe, dass ich eine neue Idee für ein Patent habe, dann ist sie blass geworden. Denn in meinem jugendlichen Enthusiasmus wollte ich ein Patent nicht nur für ein Land, sondern für 20. Heute mache ich das nur sehr selten. Regelmäßig war meine Frau der Ohnmacht nahe. Aber sie hat trotzdem durchgehalten und ist bei mir geblieben, die ganzen Jahre. Le Winner ist fasziniert von den elektrischen und elektromagnetischen Eigenschaften verschiedenster Materialien. In dieser Kammer, abgeschirmt von störenden Einflüssen der Außenwelt, studiert er sie, über Jahre hinweg. So entdeckt er viele neue Materialien für viele neue Funktionen und Anwendungen. Damit kreiert Le Winner verschiedene Arten von Technik und neue Sensoren für die Industrie. Aber er revolutioniert auch den Alltag der Menschen. Dieses Ding ist ein Pager, ein Gerät, das es schon vor dem Mobilfunk gab. Nachrichten konnten empfangen, aber nicht gesendet werden. Das ist ein Rauchmelder. Den kann man an der Decke installieren. Bei den geringsten Anzeichen für Rauch schlägt er Alarm. Wir haben einen Kartenleser entwickelt, der mit einer Magnetkarte funktioniert. Das ist jetzt nur ein Teil davon. Der Kartenleser kommuniziert mit dem Schloss in der Wand. Aber nicht nur in der analogen, auch in der digitalen Welt kreiert Le Winner Neues. Hier ist die Livebox. Sie war ein großer Erfolg bei der France Telekom und bei Orange als Modem, um ins Internet zu kommen. Dieses Telefon ist das erste, mit dem man ebenfalls ins Internet konnte. Es hat ein kleines Display. Man musste nur eine beliebige Seite aufrufen und surfte einfach los. Weltweit beantragte Le Winner über 500 Patente. 222 wurden erteilt, darunter 68 europäische Patente. Als Erfinder muss man bereit sein, Risiken einzugehen. Und vor allem muss man die ausgetretenen Wege verlassen. Sogar der Medizin nutzt Le Winner mit neuen Erfindungen. Zum Beispiel mit einer Membran, die Leben rettet. In ihr stecken Sensoren. Versteckt unter der Bettdecke oder Matratze überwachen sie Herzschlag und Atmung eines Babys. Stoppt eines von beiden, löst die Membran sofort Alarm aus. Schutz vor dem plötzlichen Kindstod. Wenn man forscht, will man per se die Welt verbessern. Man möchte verstehen und mit dem Wissen Dinge zum Guten verändern. So ist es auch mit Erfindungen. Noch immer stürzt sich Jacques Le Winner deshalb in neue Forschungsabenteuer. Aktuell vermischt er Physik, Chemie und Biologie. Seine Idee? Auf einem winzigen Chip soll ein komplettes medizinisches Labor entstehen, das selbstständig Krankheitserreger erkennt. Sobald die Sache funktioniert, will er ein Patent beantragen. Zum Schutz. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Idee. Sie entwickeln Ihre Idee, arbeiten wie ein Verrückter, investieren Geld und produzieren etwas, das gut funktioniert. An dem Punkt bringen Sie das Produkt auf den Markt. Und alle Konkurrenten sagen, das ist genial, das kopiere ich.
et disent, mais c'est génial, je le copie. Ohne eigene Recherche und Entwicklungskosten machen sie ein Produkt, das günstiger ist als das ihre. Für mich wäre das ethisch nicht vertretbar. Et on est dans une situation qui est à l'opposé de l'éthique. Seine Überzeugung und Begeisterung will der 75-Jährige nun an jüngere Generationen weitergeben, so wie an der Université PSL in Paris. Dafür hat er eine Art offenes Labor eingerichtet. Vielleicht sitzen hier schon die nächsten Erfinder mit am Tisch, die unser Leben ebenfalls bereichern und verbessern. So wie er es gemacht hat. Man fragt mich oft, welche von allen Erfindungen meine liebste ist. Ich antworte immer das Gleiche. Eine Erfindung ist wie ein Baby. Wenn man sie fragt, welches ihrer Kinder sie lieber haben, werden sie sagen, ich liebe sie alle. Mit Erfindungen ist es genauso. Mit der Kredit- oder Bankkarte bezahlen. Was für Millionen Menschen Alltag ist, basiert auf verschlüsselter Kommunikation und soll Sicherheit garantieren. Die Geheimzahl entsperrt die Karte. Erst dann kann der winzige Mikroprozessor darin mit dem Kartenlesegerät und Computern der Bank Daten austauschen. Das Prinzip dieser Anwendung heißt Zwei-Faktor-Authentifizierung und kommt auch beim Mobiltelefonieren zum Einsatz. Zum Entsperren benötigt man zwei Elemente, die PIN und eben das Telefon mit der Smartcard. Auch ein Fingerabdruck oder Iris-Scan können Geräte freischalten oder den Zugang zu einem Gebäude in Kombination mit einem elektronischen Ausweis. Online-Überweisungen erfordern oft ein Passwort und eine zusätzliche Transaktionsnummer, die per SMS auf das Telefon geschickt wird. Immer sind also zwei voneinander unabhängige Elemente nötig, um eine Anwendung durchführen zu können. Die Kleinstadt Roussé in Südfrankreich. Hier arbeiten beim Halbleiterhersteller ST Microelectronics Experten daran, Smartcards und Mikroprozessoren noch sicherer zu machen. Pierre-Yvan Liardet und Johan Damon gehören zu den weltweit führenden Fachleuten für Datenverschlüsselung. Kryptographie, wie dieser Fachbereich auch genannt wird, basiert auf Teamarbeit. Nur gemeinsam lassen sich die besten Lösungen finden. Immer geht es darum, die Kommunikation zwischen Sender und Empfänger, das können Personen oder Geräte sein, für Außenstehende unlesbar zu machen. Je komplexer die Verschlüsselung wird, desto mehr mutet Kryptographie wie eine Geheimwissenschaft an. It's really like working. Man arbeitet und arbeitet und dann kommt der Aha-Moment. So könnten wir es machen. Diese einfache Idee lässt sich in die Praxis umsetzen. Aber vorher läuft man in viele Sackgassen hinein. Auch bei dieser bekannten Verschlüsselung bleibt nur eine Variable geheim, der Schlüssel für die konkrete Anwendung. Die zugrunde liegende Methode hingegen wurde veröffentlicht. Die Funktion ist so komplex, weil man diesen Schritt 10-mal durchführt. Sie heißt Advanced Encryption Standard. Und sie wird weltweit verwendet. AES ist in den USA sogar für die Verschlüsselung staatlicher Dokumente zugelassen. Der Rheinraum von ST Microelectronics, Produktionsort der Smartcards, auf denen Verschlüsselungen im Alltag oft laufen. Siliziumscheiben, die Wafer, sind das Trägermaterial für die mikroskopisch kleinen Schaltkreise. Gearbeitet wird in Schutzanzügen, damit auch nicht das kleinste Staubkorn die Fertigung beeinträchtigt. Das Resultat sind kleine technische Wunderwerke, die auch die Kryptographen vor besondere Herausforderungen stellen.
Wenn man beispielsweise in einem Bus bargeldlos bezahlen möchte, dauert das mit einer elektronischen Karte 200 Millisekunden. In dieser winzigen Zeitspanne müssen Daten verschlüsselt und ausgetauscht werden. Und es gibt eine weitere Einschränkung. Die Smart Card hat keine Batterie, nur eine kleine Antenne. Die erzeugt ein elektromagnetisches Feld, über das die Karte ihre Energie bezieht. Die Verschlüsselung darf also nicht viel Energie verbrauchen. All das stellt die Entwickler der Karten vor große Herausforderungen. Das High Security Module, eine Art streng abgeschirmter Server. Hier wird der vielleicht wichtigste Arbeitsschritt bei der Smartcard-Herstellung vollzogen. Der Computer verschlüsselt jede Smartcard individuell für den späteren Nutzer. Es gilt bereits die höchste Sicherheitsstufe. Doch den Experten ist es gelungen, den Missbrauch des HSM noch weiter zu erschweren. Hierfür wird den Smartcard-Rohlingen bereits im Vorfeld eine vorläufige Kennung einprogrammiert. Diese kann das HSM nur einmal abfragen, bevor es die Smartcard überschreibt. Ansonsten könnte es mit seinem Generalschlüssel auch später noch auf Smartcards zugreifen, die bereits individualisiert wurden. Klone der Karten könnten hergestellt und für kriminelle Zwecke genutzt werden. Obwohl ihre Verschlüsselungen als sicher gelten, gehört es auch zum Alltag der Kryptografen, mögliche Schwachstellen darin selbst aufzuspüren. Man nennt das ethisches Hacken. Nur so gelingt es Yuan Damon und seinen Kollegen immer wieder, Cyberkriminellen zuvorzukommen. Wir schicken Pierre-Yvan unsere Mikrochips und er versucht, sie zu knacken. Meistens gelingt ihm das am Anfang auch. Es ist Teamwork. Wir versuchen, die Verschlüsselung anzugreifen, sind erfolgreich, geben den Designern eine Rückmeldung, versuchen auch, die überarbeitete Version wieder zu knacken, so lange, bis sie allem standhält, was wir kennen. Cyberkriminalität und Datendiebstahl sind längst keine abstrakten Bedrohungen mehr. Kreditkartenbetrug verursacht alleine in der EU pro Jahr 1,5 Milliarden Euro Schaden. Hinzu kommt unser immer stärker vernetzter Alltag, in dem wir zunehmend auf elektronische Kommunikation angewiesen sind. Nur wenn solche Anwendungen mit sicherer Verschlüsselung arbeiten, sind wir vor Hackerangriffen geschützt und wissen, dass ausschließlich vertrauenswürdige Personen unsere Daten lesen und nutzen können. Wenn wir sicherstellen möchten, dass die Gesundheitsversorgung in Europa jetzt und zukünftig funktioniert, brauchen wir mehr und bessere Kenntnisse. Wir benötigen Daten zum und Einsichten in den Gesundheitszustand der EU-Bürger, die Organisation der Gesundheitsversorgung und die Kosten unseres Gesundheitssystems. Die Europäische Kommission hat gemeinsam mit der OECD und dem European Observatory on Health Systems and Policies jedes einzelne EU-Land analysiert. Die Berichte machen deutlich, dass unsere Gesundheitsversorgung wirksamer, zugänglicher und belastbarer werden muss. Zum Beispiel, 80% der Gesundheitsausgaben betreffen die Behandlung chronischer Krankheiten, nur ein Bruchteil betrifft die Vorsorge. Eine Verlagerung hin zur Vorsorge beseitigt nicht nur Ungleichheiten bei der Gesundheit, sondern sorgt auch für enorme wirtschaftliche Rendite. Mehr als einem von vier Patienten steht heutzutage kein Hausarzt oder ein lokales Gesundheitszentrum zur Verfügung und müssen deshalb eine Notfallaufnahme aufsuchen. Ist eine Erstversorgung verfügbar und bezahlbar, können unnötige Klinikaufenthalte vermieden werden. Patienten suchen viel zu oft nach bestmöglicher Behandlung inmitten eines Labyrinthes unübersichtlicher Angebote. Ganzheitliche Versorgung, bei der alle Anbieter eng zusammenarbeiten, bietet dem Patienten bessere Ergebnisse. Thank you.
Punkte entscheiden. Diesmal dreht sich bei Netelight alles um den Weingenuss. Zu Gast ist Josef Karner, Glasperfektionist der Zalto Glasmanufaktur in Gmünd. Heute ist so richtig gemütlich hier bei Netelight aus der Stadtgalerie Mödling. Wir haben Wein gesehen, wir haben Einschenken gesehen und wir haben hier einen Wein- und Glaskenner, würde ich sagen, den Herrn Josef Karner. Begrüße dich hier. Guten Tag. Inhaber der Zalto Gläser. Kennen nicht viele Leute, aber viele haben schon draus getrunken. Vor allem dann, wenn man in gehobener Gastronomie unterwegs ist. Das Weinglas. Wie wichtig ist es für den Weintrinker? Wie wichtig ist das Weinglas für den Wein? Naja, ich würde sagen, sehr wichtig. Soll aber nicht deswegen so sein, weil ich diese Gläser produziere, sondern ich bin echt davon überzeugt, dass ein Weinglas dem Wein hilft, sich richtig schön zu präsentieren. Das sagen auch viele Weinkenner, Sommeliers, also Leute, die berufsbedingt mit Wein zu tun haben. Und ein gutes Glas, ein sehr gutes Glas hilft dem Wein, sage ich, auf die Sprünge. Das ist eine Krönung für den Wein, wenn man so will, hat unlängst ein Winzer gesagt. Macht ein gutes Glas den einfachen Wein schmackhafter und auch umgekehrt gesagt, macht ein schlechtes Glas den guten Wein einfacher? Also ich fange beim zweiten an. Also ein schlechtes Glas würde ich nicht sagen, also ein eher untaugliches Glas. Wenn man da einen gereiften Wein hineingibt, also einen sehr hochwertigen Wein, dann kann man sagen, dieses Glas wirkt den Wein ab. Das gehört zu einem sehr guten Wein, gehört sicherlich ein sehr gutes Glas. Es wäre schade um den Wein, wenn man den aus einem einfachen Glas trinkt. Und umgekehrt, ein einfacherer Wein wird in einem schönen Glas dann auch nicht, wird nicht unbedingt besser. Im Gegenteil, für Weinexperten ist das ist die Offenbarung, weil man kann dann die Schwächen dieses Weins besser erkennen. Also in der Weinwelt spricht man davon, das Glas zerlegt den Wein in seine verschiedenen Elemente, also Aromen und Geruch und Tannine kann man besser erkennen. Also es ist, Grundregel ist, man kann also einen einfachen Wein kann man in einem schönen Glas nicht wirklich dann besser machen. Aber natürlich kommt beim Weintrinken, soll ja ein Gesamterlebnis sein. Das Glas als solches muss eine Augenweide sein. Es soll proportional sein, es soll leicht sein. Das heißt, und dann der Wein soll möglichst funkeln im Glas. Das ist auch wichtig, dass das Licht schön drauf fällt, dann hat man ein schönes Gesamterlebnis. Und wenn man dann, sage ich, nicht so fokussiert auf den Wein, dass man jetzt einmal ein ausgewiesener Weinkenner ist, dann kann man mit dem dann, sage ich, auch ganz gut zurechtkommen. Was macht jetzt das gute Weinglas aus? Ich meine, wenn man heute irgendwo, sage ich, zum Ikea oder wo Gläser kaufen geht, es beginnt das billigste Weinglas, ich glaube, schon bei nicht einmal 1 Euro. Und dann gibt es Weingläser in Spezialgeschäften bis, glaube ich, 40, 50 Euro pro Glas. Ist da wirklich dieser Wert der Unterschied? Naja, diese solche teureren Gläser, die sind alle mundgeblasen. Das ist reine Handarbeit. Und wenn man einmal sieht, wie lange es dauert, bis ein Glas dann wirklich fertig ist, dass man es auf den Tisch stellen kann und wie viel handwerkliche Fähigkeit dahinter steckt, dann kann man sich schon ungefähr ausdenken, warum der Preis entsprechend ist. Also im Gegensatz zu einem Maschinenglas, zu einem gepressten Glas. Es sind ja, bis ein Glas fertig ist, ein mundgeblasenes Glas, das dauert 7 bis 8 Minuten und wird immer von einer Vierergruppe gemacht. Also das ist eine Arbeitsstelle, muss ich das vorstellen. Und da sind 4 Leute so um die 8 Minuten mit der Produktion beschäftigt. Und dann geht das Glas in einen Kühlofen. Das ist der Schmelzpunkt von meinem Glas ist bei 1300 Grad. Und
Wenn das Glas dann fertig ist, dann hat es 700 Grad. Und da muss man das Glas sehr langsam und schonend abkühlen. Und zu diesem Zweck kommt es dann in einen Kühlofen. Das ist ein riesiges, sage ich so, ein Ungetüm. Und das ist eine Förderband. Und auf dem Förderband durchläuft das Glas dann verschiedene Temperaturzonen, um es langsam abzukühlen. Das muss man machen, sonst wird das Glas spröde und ein sprödes Glas bricht leicht. Wenn es umfällt, bricht es. Das Zaltoglas, ich habe da wirklich, ich kann das jetzt da vor laufender Kamera zeigen, aber ist elastisch. Also wenn das umfällt, wird es am Tisch jetzt höchstwahrscheinlich nicht kaputt sein. Ich habe schon gesehen, dass ein Glas auf den Boden gefallen ist und das war auch nicht kaputt. Die Schwachstelle von jedem Glas ist eben der Stiel. Und nachdem das Glas abgekühlt wurde, das dauert 6 Stunden im Kühlofen, dann hat es dann Zimmertemperatur. Und da geht es in die Endfertigung. Das sind auch wieder viele Arbeitsschritte und das macht halt dann den Preis aus. Du hast gerade am Anfang sind 4 Leute damit beschäftigt, die Mundblasen. Was blast da wer und wie wird das zusammengefügt? Ja, die vier sind sehr, sehr exakt aufeinander eingestellt und abgestimmt. Das muss auch so sein, weil wenn da einer, sag jetzt einmal, botschert ist und ungeschickt, dann kann es sein, dass er dann seinen Kollegen dann mit einem 1000 Grad heißen Gasklumpen dann verletzt und hat eine Brandblase, das ist nicht so gut. Also da passiert in der Regel nichts, weil die wirklich gut zusammenarbeiten. Wie kann man sich das vorstellen, dass eigentlich, muss ich vorausschicken, es wird seit 2000 Jahren kennt man Glas in Europa. In Ägypten hat man schon vorher Glas produziert. Also die Glasproduktion haben die Römer, wie so vieles, haben die Römer auch die Glasproduktion nach Österreich gebracht. Und die Glasproduktion ist, wenn man da zuschaut, das ist ein sehr einfacher Vorgang, ist es. Das selbst zu machen dauert Jahre, dass man ein Glas, so wie das Zaltoglas in dieser Eleganz und in dieser Feinheit machen kann. Es ist sehr viel Geschick gehört da dazu und auch Liebe zur Produktion und zum Produkt. Also einer, der immer Lampenschirme macht oder Aschenbecher oder Obstschüsseln, der wird so ein Glas ad hoc nicht machen können. Der muss da lang angelernt werden. Also die Glasproduktion hat sich seit den Römern nichts geändert. Ich kann mich erinnern, das war lange her, war ich in einer Glasbläserei, hat man sehr imponiert, da stehen dann die Männer dort mit so langen, wie Blasrohr beheben und irgendwie kommt da das flüssige Glas und dann machen die was draus, kommt raus, wie wenn man einen Luftballon rausblasen würde oder so. Bläst da jetzt einer das Glas, so wie es hier steht, in einem fertig oder macht einer den oberen Teil und dann den unteren Teil und wird das zusammengeschweißt irgendwie oder wie geht das? Eine gute Frage. Der Erste nimmt einmal einen Batzen Glas aus dem Ofen heraus. Ne? Das ist ein sehr archaischer Vorgang, weil da ist sehr viel Feuer und Eis im Spiel. Und die Leute sind immer ganz fasziniert, wenn sie diese Glasproduktion sehen. Und vor allem Kinder, die stehen dann vorm Ofen, die schauen nicht, die gaffen. Genau. Minutenlang stehen und sagen, na Franz, jetzt gehen wir weiter, der hört das gar nicht, weil die Leute so ergriffen sind und auch fasziniert sind von dem, was da vor sich geht. Und vor allem, man hat innerhalb von einigen Minuten sieht man, wie etwas entsteht. Wenn du heute zu einem Tischler gehst und willst wissen, wie ein Tisch gemacht wird, dann musst du 2 Tage dort sein, wenn du da zuschauen oder mitarbeiten sollst. Das Glas wird innerhalb von einigen Minuten gestaltet und hast etwas Wunderschönes vor dir. Und wie gesagt, der Glasbläser holt ein Glas raus mit der Glasmacherpfeife und der tut dann einblasen. Der macht, das ist nicht so wie Trompeten spielen, dass man da fest hineinblasen muss, sondern der muss, sonst kriegt der noch 2 Jahre so einen Hals. Und dann geht das Ganze in eine Holzform. So, sein Model. Und da wird dann, wenn du das Glas da hernimmst, dann wird dann das Glas, das so von oben nach unten so eingeblasen in eine Holzform. Aha. Das ist sehr einfach, das ist ganz
sag ich, primitiv. Das wird ein Drechsler ist, macht das, das macht keine Maschine, das wird alles handgemacht. Nach der Form dieses Glases macht er das Model und dann hat er diesen Teil schon. Da oben ist dann noch eine Kuppel drauf und dann hat er unten so einen Pfropfen drauf. Und aus dem Pfropfen wird dann der Stiel gezogen. Also geht da mit dem Daumen drüber, dann siehst du, dass das aus einem ist. Das ist nicht angesetzt. Mhm. Das heißt, der Teil und der Teil wird in einem gemacht. Die Bodenplatte, da kommt nur ein kleiner Botzenglas drauf und das wird dann mit einer Holzzange, das ist ein ganz primitive Werkzeuge sind das, man zwickt erst zusammen und hat da so eine Form drin, da und die rund, dass das schön rund wird und dann ist das Glas praktisch, steht es vor dir. Wunderschöner Vorgang. Ja, es ist ein schöner Vorgang. Wie bist du auf das Glas gekommen? Ja, so wie bei Frauen ist das auch so die Liebe, ne? Ich habe das in einem Restaurant gesehen und ich kannte dieses Glas nicht und war eigentlich angetan und habe mich da erkundigt, was das ist und dann habe ich halt recherchiert. Also das gehört einer, wird im Waldviertel gemacht und da hat es finanzielle Schwierigkeiten gegeben und somit habe ich das dann mit meinem Geschäftspartner, also ich bin 50% Eigentümer, mein Geschäftspartner die anderen 50%, wir waren beide im Vorstand von Schlumberger, also wir haben eine Nähe zum Glas schon gehabt, weil wir ja von der anderen Seite waren, nicht? Da haben wir damals immer gute Gläser gesucht für unseren Sekt und ja, und so ist es entstanden. Sehr eine wichtige Teilfunktion bei der im Glas hat, Arbeit hat geleistet, der Weinpfarrer Denk, der ja in Niederösterreich nicht unbekannt ist, der ist vor 3 Jahren gestorben. Der war ja der Weinpapst oder Weinpfarrer, wenn man so will, der unheimliche sensorische Fähigkeiten hatte und das auch oftmals trainiert hat. Und der hat dann dem Glas diese Form gegeben. Der hat immer gesagt, ihr werdet sehen, das wird ein Welterfolg, weil das Glas so eine hohe Funktionalität hat und natürlich auch, sage ich mal, ästhetische Erfordernisse erfüllt. Kommen wir zu den Unterschieden. Es gibt das Weißweinglas und es gibt das Rotweinglas. Das Rotweinglas ist meistens größer, das Weißweinglas kleiner. Warum? Naja, ich habe dann noch ein kleineres Glas als dieses hier, für junge Weißweine. Und die Oberfläche spielt ja erstens eine Rolle. Also die Rotweingläser sind eben größer, dadurch haben sie eine größere Oberfläche und der Wein bekommt rascher Luft. Das ist das eine. Und das andere ist, dass, wie man den Kamin verjüngt, also wie groß der Durchmesser hier ist. Also wenn du burgundische Rotweine, also in Österreich den Blaufränkisch zum Beispiel, nimmst, der soll möglichst, die Aromen gehen ja da entlang vom Glas, entweichen ja. Mhm. Und wenn das oben mehr zusammengeht, dann ist das konzentrierter. Man riecht die Aromen viel mehr. Also ein Wein hat ja ein paar hundert Aromen. Und das ist die große Herausforderung für ein Glas, dass das Glas möglichst vielen Aromen, sag ich, die Entwicklung gibt und dass man dann riechen kann. Und dann, da gibt es ja Weinexperten, die riechen alles Mögliche. Ne? Also das Glas soll den Wein unterstützen bei der Entfaltung seiner Aromen? Absolut, absolut. Also ich habe meine Einstellung oder Philosophie, das Wein soll nie, das Glas muss sich immer dem Wein unterordnen. Und das Glas soll da sein, dass sich der Wein optimal bestens präsentieren kann. Das ist auch das große Ziel eines jeden Winzers. Und jetzt muss man sich vorstellen, ein Winzer arbeitet ja wirklich das ganze Jahr über sehr hart im Weingarten. Jetzt um die Zeit ist der Rebschnitt und bis zur Kellerarbeit und so weiter. Und dann soll eigentlich das Glas, diese große Leistung, die dann in die Flasche kommt, dann auch noch schön präsentieren. Ne? Und der Weißwein, das Weißweinglas ist jetzt kleiner, weil es muss nicht die, so viele Aromen entwickeln. Für die jungen Weißweine oder Rieslinge habe ich noch ein kleineres Glas als das da. Das ist mein Universalglas. Da kannst du, sage ich mal, jeden Weißwein daraus trinken, aber auch, sage ich, leichtere Rotweine funktionieren da auch. Ich habe dann 2 Rotweingläser, das Burgunderglas und das Bordeauxglas. Das Burgunderglas ist das größte, das ist
Bei Podcast ist es ein bisschen größer als Desktop. Doch geht es darum, welcher Rotwein in das jeweilige Glas optimal passt. Es kann aber von einem Jahr zum anderen auch verschieden sein. Es gibt Winzer, der sagt, da wird 3 Jahre mein Weißwein in dem da verkostet und präsentiert. Aber den jetzigen Jahrgang, da ist mir das kleinere Glas lieber. Mhm. So. Was macht jetzt ein Weißwein aus einem Rotwein, wenn ich ihn dort einschenke? Ein Weißwein? Ein Weißweinglas. Ja. Was macht es aus dem Rotwein, wenn ich ihn dort einschenke und nicht in das Rotweinglas? Naja, schmeckt das anders? Das schmeckt wirklich anders. Also man kann ja, ich habe das oftmals schon erlebt, dass bei Verkostungen sage ich, mein Glas auf dem Tisch steht und ein anderes oder fünf verschiedenen Herstellern das Glas auf dem Tisch steht und ein und derselbe Wein daraus getrunken wird und dann wirst du sehen, dass jedem Glas der gleiche Wein anders schmeckt. Sag jetzt einmal anders. Auch für einen Laien. Auch für einen Laien. Die Leute sind immer ganz fasziniert, wenn ich mit denen sage ich mal dieses Spiel mache, diese Probe, dann wird vielen, die seit Jahren Wein trinken und sage ich mal auch Weinliebhaber sind, denen wird es dann bewusst, wie der Wein dann unterschiedlich schmeckt aus verschiedenen Gläsern. Ne? Und ist es umgekehrt genauso, dass der Weißwein in ein Rotweinglas eingeschenkt auch anders schmeckt? Ja. Also gibt es ja die burgundischen Weißweine, Weißburgunder oder Chardonnay oder auch diese hochgereiften Veltliner aus der Wachau oder das Smaragdweine, wenn du die aus dem Burgunderglas, aus dem größten Glas aus meiner Serie trinkst, da wirst du dann einen Hochgenuss haben. Gibt es jetzt auch ein Roséglas? Gibt es nicht. Ich muss sagen, das Roséglas funktioniert, also der Rosé funktioniert in dem Universalglas hervorragend. Beim Rosé ist eine Rebsorte, die stark im Kommen ist. Ne? Das wird ja zunehmend mehr Rosé getrunken. Also, ich kenne das seit vor 10 Jahren schon in Skandinavien, waren die ganz narrisch auf Rosé, weil das gut zu deren Küche passt. Da mit Meeresfrüchten und Schrimps und so weiter, da ist ein Rosé sehr wichtig bei uns auch. Wird ein bisschen abwertend so als Terrassenwein hingestellt. Aber ein guter Rosé, der gut gekühlt ist, und das ist ein Traum. Also da lässt vieles andere dann halt stehen. Ne? Jetzt habe ich noch eine Frage, weil es ein typischer österreichischer Wein ist. Schilcher, gibt es ein Schilcherweinglas? Habe ich nicht. Aber gäbe es das auch extra für den Schilcher? Das wäre so, könnte man natürlich auch machen, aber ich glaube, das ist nicht notwendig. Es funktioniert in dem Glas auch, Schilcher. Jetzt hast du natürlich einen großen Erfahrungsschatz. Was trinkt man mal einen Schluck? He? Ach so, ja, ich vergiss vor lauter Fragen. Sehr zum Wohl. Zum Wohl. Das ist ein grüner Veltliner. Schmeckt fantastisch. Habe ich natürlich jetzt keinen Vergleich. Ist klar. Aber schmeckt er. Ja. Weil wir gerade beim Trinken sind, das wollte ich fragen, du als Weinkenner, was ist da dran an diesen Geschmackssachen, wie der, man sieht im Fernsehen und im Film, wenn man zuerst riecht an dem Wein und dann trinkt man einen Schluck und dann beißt man fast dran oder spült man oder gurgelt ihn fast und dann kann man die blumigen Aussagen wie, hat einen so aromatisierten Abgang, schmeckt nach Nelke und Zimt oder ist es als Show oder geht es wirklich so? Also, wenn du mich vor 15 Jahren das gefragt hättest, hätte ich eher gesagt, das ist ein bisschen eine Show. Aber ich habe natürlich in den letzten 15 Jahren, seitdem gibt es die Firma Zalto, habe ich mich natürlich auch sehr viel mit Wein beschäftigt und war bei vielen Verkostungen, Degustationen dabei, weil eben halt das Glas auch immer dort mit dabei war. Und dann habe ich doch die Erkenntnis gewonnen, dass es welch gravierende Unterschiede es beim Wein wirklich gibt. Und man kann das auch trainieren. Also das, wenn man jemanden hat, der einem, sage ich, an der Hand nimmt und ein bisschen Hilfestellung gibt und hinführt und sagt, hast du jetzt das gerochen? Das ist ja wie eine Heidelbeere oder eine Stachelbeere oder so. Dann kann man das doch
sage ich, für sich selbst diese Erfahrung gewinnen. Natürlich kann sich das steigern und die wirklichen Verkostungsprofis, die riechen dann natürlich noch viel mehr. Und das glaube ich schon, dass das so ist. Das ist nicht nur jetzt eine Show oder Inszenierung, sondern das ist wirklich so. Aber es reicht, wenn man für den Privatgebrauch, wenn man sage ich halt, letztlich geht es darum, dass einem der Wein schmeckt und dass der Wein zum Essen passt, der richtige Wein. Somit ist ja die hohe Kunst oder Aufgabe eines Sommeliers in einem Restaurant, ein Gast, nicht aus der Weinkarten was herunterzubeten, sondern dem Gast hinzuführen und bei der Hand zu nehmen und die Auswahl nach den bestellten Gerichten trifft. Da muss man ja den Wein immer erst bestellen, nachdem er das sich für ein Gericht entschieden hat. Und da setzt dann auch die Aufgabe eines Sommeliers ein. Und wenn man da zu einem wirklich guten Sommelier kommt, dann merkt man, dass man dann ein kulinarisches, wie noch vieles, Highlight hat. Also ich habe da gar nicht weit von hier in einem Restaurant letzten Sommer ein Erlebnis gehabt, das ein 23-jähriger Sommelier, ein junger Kerl, aber super ausgebildet. Und. Wie strikt sind da die Richtlinien, welcher Wein zum welchen Essen? Das ist früher hat man gesagt, naja, der Rotwein gehört zum roten Fleisch, also Rindfleisch und Wild. Und der Weißwein gehört eher zum Schweinefleisch und Fisch natürlich und so. Das stimmt schon auch noch so. Also daran hat sich nicht so viel geändert, obwohl die Grenzen nicht mehr so streng sind. Ich meine, wenn man einen schönen Branzino isst, dann wird viele Italiener da einen Rotwein dazu trinken. Aber du musst halt auch den entsprechenden Rotwein wieder haben. Ne? Du musst der Rotwein wieder dazu passen. Das ist dann die echte, die hohe Schule des Genusses, wenn man so will. Ne? Aber man kann natürlich zu einem leichten Essen keinen schweren Wein trinken, weil dann dominiert haut der Wein das Essen zusammen. Und umgekehrt, wenn du dann Schweinsbraten isst, sag jetzt einmal, das ist was Deftigeres, dann kannst du dann schon einen kräftigen Weißwein auch dazu trinken. Oder einen roten genauso. Ne? Wie ist das jetzt, wenn da sitzen die Gourmets bei Rotwein, Weißwein zu den herrlichen Speisen und dann sitzt einer mitten drunter und trinkt zu derselben Speise ein Bier? Der ist immer verachtet worden. Ist das noch immer so? Also das ist heute auch nicht mehr so, es ist alles viel toleranter geworden, nicht? In der Genusswelt. Aber nach einer Weinverkostung, wo halt wirklich intensiv Wein verkostet wird, dann wird dann nachher dann zum Neutralisieren ein Bier getrunken. Nachher. Also, wirkliche Weinkenner, Weinjournalisten, Weinexperten, die, wenn sie fertig sind mit der Verkostung, trinken sie dann noch ein Bier. Du kannst selbst auch einmal probieren, wenn du einmal mehr Wein trinkst. Das ist dann das berühmte Reparaturseidel. Das kenne ich aber vom nächsten Tag in der Früh. Ne? Das kannst du auch trinken. Aber das neutralisiert das irgendwie, weil doch der Wein ja viel Säure hat und dann ist der Magen kann dann übersäuert sein und das Bier ist basisch und das tut gut. Also stimmt das nicht mit dem Bier auf Wein, das lass doch sein, Wein auf Bier, das rate ich dir. Gut, das ist im Zusammenhang mit Rausch, stimmt's schon. Wie gehst du damit um, wenn du jetzt in ein Lokal kommst und der hat kein Salto-Glas, sondern kriegst irgendein Glas zum Wein? Verlässt du dann das Lokal, oder? Ja, überhaupt nicht. Ich bin da absolut kein Chauvinist, wirklich. Also das habe ich mir von Beginn an habe ich mir das fix vorgenommen, ich trete nicht schulmeisterhaft auf irgendwo in einem Restaurant und wenn ich meistens bestelle ich auch, wenn ich einen Tisch bestellt ist und nicht unter Zalto, sondern unter meinem Namen und trinke den Wein aus dem Glas, das mir auf den Tisch gestellt wird. Das Einzige, was ich dann mache, beim Zahlen lege ich meine Visitenkarten dazu, dass der Wirt weiß, wer da war. Aber auch nicht, dass jetzt da mit ihm Diskussion anfangen oder irgendwas, aber das soll ich wissen, dass ich jetzt sein Gast war. Die meisten freuen sich sehr, wenn ich komme. Und kaufen beim nächsten Mal? Ja, da auch nicht. Es gehen Gasthäuser,
so viele Gasthäuser habe ich nicht, die meine Gläser haben. Ich muss halt woanders halt auch noch hin. Ja. Komme zwangsläufig woanders in ein Restaurant oder in ein Gasthaus, und wo es kein Zaltoglas gibt. Also viele wissen da gar nicht, dass ich die Zaltogläser habe. Aber sie freuen sich dann, wenn sie wissen, dass ich da der Inhaber bin. Ich habe da das letzte Mal, wie in New York war, so ein nettes Erlebnis gehabt in einem wirklich sehr tollen Restaurant, die auch die Zaltogläser haben. Und da hat dann, die haben dann sind zusammengelaufen dort, wie sie da herumgeredet hat, dass da der Mr. Zalto da ist. Und haben mir dann gleich mir und meiner Frau schon Flaschen Champagner auf den Tisch gestellt und die besten Weine, das habe ich alles nicht zahlen müssen. In Amerika ist ja die ganze Wirtschaft ja eher anonym geworden, nicht? Weil den Mr. Coca-Cola gibt es nicht. Und der Herr Heineken ist auch schon vor 10 Jahren gestorben. Und das sind alles Société anonym. Und bei, vor allem bei einem Produkt, das, bei dem auch die Emotion eine Rolle spielt, das ist bei einem schönen Weinglas so, wollen die Leute schon, haben sie es gern, wenn sie das Gesicht dahinter sehen. Das ist genauso beim Wein. Du kaufst auch lieber den Wein von einem Winzer, den du kennst. Und einem Winzer deines Vertrauens und wo vielleicht schon deine Familie hingefahren ist, da fühlt man sich wohl. Und jetzt bin ich dann als Mr. Zalto am Tisch gesessen. Das war ein schönes Erlebnis für die und für mich auch. Dann kalifornischen Wein wahrscheinlich dazu getrunken. Ja, da habe ich schon was Gutes, einen schönen Chardonnay aus dem Napa Valley gehabt. Nicht? Dankeschön, sage ich, fürs Dasein. Dankeschön für diesen Ausflug in die Wein- und Glas- und Weinglaswelt. Viel gelernt haben wir da jetzt. Und ich würde sagen, zum Schluss werden wir natürlich den noch verkosten. Sehr guter grüner Veltliner, hast du gesagt. Was wünschst du dir in Zukunft, wie das Weinglas weitergehen soll, wie der Wein weitergehen soll? Naja, ich kann mir das wünschen, tue ich mir viel. Ziele habe ich weniger, aber ich wünsche mir, dass vor allem diese schwierige Zeit, die wir jetzt haben, unter der wirklich die Genusswelt sehr leidet, die Restaurants müssen leider noch immer zu haben. Und das ist eine große Herausforderung für die Gastronomie und auch für die Winzer. Dort wird ja viel Wein getrunken in den Restaurants und Gasthäusern. Und dass das einmal wiederum in friedliche Bahnen kommt und dass wir wieder das Genießen freuen können. Auf das trinken wir jetzt. Zum Wohl. Zum Wohl.